Halli, hallo, hallöle, willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon Ritter Team DX und hallo N65ZX. Ich habe ein bisschen gefehlt die ersten paar Minuten, da hatte ich noch den Desktop-Sound gemutet, deshalb kam keine Musik, aber wahrscheinlich keiner gemerkt. So, es geht weiter. Nach 5000-maligen Verschieben des Streams. Stimmt, wir waren hier stehen geblieben. Ja, ich wollte weitergehen. Ich musste ja hier mich wieder zurücksetzen lassen, aufgrund von... Ja, Ende des Streams halt einfach nur. So. Ach ja. So ging das Ganze ja besser. Ja. FIFA 19. Oh Gott, das ist schon Ewigkeiten her. Ist ja. So oft streame ich ja auch nicht. Ach, guck mal, wer tot. Aber ja, da war mal was. Level ist gestiegen. Cool. Ja, gut. Die Sache ist aber auch die, dass ich selten live bin. Nee, und... Naja. FIFA ist ja jetzt, wie gesagt, schon wieder ein bisschen her. Jetzt kommt erstmal wieder diese Lavados-Geschichte hier. Neko war eigentlich schon besiegt, aber jetzt ist Neko wieder da. Yay. Ja gut, das war klar. Kann ich hier irgendwie was einsetzen, was bringt? Jo, wir machen wieder Hilfe. 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 Wenn die Hilfe nicht immer von Ebene 1 losgehen würde, wäre alles viel besser. Philippa-Portal, klack, klack, kluck, am Schild rumwackel. Ja, wir nehmen einfach wieder dasselbe Team erst hier. Merk schon, das Team wird irgendwann immer stärker und irgendwann komme ich da auch hoch. Und schaff das. Alles schneller. Ja, gut. Das hat's gebracht. Ich glaube, Tipps gibt's da einfach nicht, um Lavados zu besiegen.
Es dauert halt einfach nur. Level 31 für Verfehlen. Und Verhöhner. Ich hasse statusverändernde Attacken. Verhöhner, bla bla. Ja gut, was bringt mir das? Ja, eigentlich auch nichts. Ich drück doch eh nur wild rum. Ach komm. So bringt es mir gar nichts. Okay. Cool. Und besiegt. Und zurückgehen. Ich habe das Gefühl, wir hängen hier an dem Feuerberg noch eine Weile rum. Komm, einfach weiter. Also normalerweise ist 9 Uhr auch nicht mehr meine Zeit zum Streamen, weil es einfach viel zu früh ist. Bin auch auf dem Sonntag. Eieiei. Ah, guck mal, da sind wir wieder zu dritt. Wunderheilung. Tritt ein Teammitglied auf ein Wunderfeld, werden nicht nur seine gesenkten Statuswerte zurückgesetzt, sondern auch negative Zustände wie Gift oder Brand geheilt. Hab zwar kein Camp, aber ey. Komm. Jetzt ist auch das weg. Okay, verstehe. Da standen wir wieder zu weit weg. Das hier so durchrennen durch die Dungeons ist immer so ein bisschen das Langweiligste, weil man halt immer nur sieht, wie ich Pokémon vermöbel. Wenn da ein bisschen mehr passieren würde, wäre ja alles ein bisschen spannender. Aber ich dachte ja auch nicht, dass es so lange dauert. Cool, nee, da war noch ein Pokémon. Ja, wir laufen mal so ein bisschen in die Richtung. Na toll. Nee, Moment, das ist ja totaler Blödsinn hier. Geh einfach weiter. Ich will hier auch irgendwo noch Feuer werden, ja, fertig werden. Ich
Hey, es ist wieder sonnig. Wir könnten natürlich die ganze Zeit auch diese AP-0 da beheben, aber ey. Na toll. An die Kiste komme ich leider nicht ran. Die ist nämlich in Lava gefallen. Ach komm, noch ein Pokémon. Was soll's? Vergiftet. So, da liegt noch mal Geld rum. Das Feld brauchen wir nicht, wir sind gesund. Da liegt noch mehr Geld rum. Und da ist die nächste Treppe. Also, das funktioniert ja mittlerweile hier so ganz gut, nach oben zu kommen. Gut, ein Pokémon ist am Anfang mal besiegt worden, aber das geht ja noch. So, Pfiffchen in die Dorina, erreicht Level 29. Hin war er erst. Hey. Jetzt ist ein bisschen viel Pokémon auf einmal. Ja, das war klar, weil es zu viele Pokémon sind. Ja, gut. Ja, ja, bisschen was verloren, ist egal. Wir machen einfach weiter. Ja, wir machen einfach Philippa-Portal. Der Anfang war ja gut, es waren einfach nur zu viele Pokémon, die da auf einmal waren. Also wir kommen schon mit dem Team ganz gut nach oben. Deshalb würde ich es auch weiternehmen. So, versuche jetzt nicht jedes Item hier zu nehmen. Wenn ich sehe, ich lande an einer Treppe, dann nehmen wir die Treppe. Ja, so komme ich leider nicht zum Kämpfen. Ich stehe nämlich ganz hinten in der Reihe. Cool. Midorina besiegt. Corenta besiegt.
Da sind wir wieder bei, es sind zu viele Pokémon auf einmal. Nachwirkung Plus. Erhöht bei allen Teammitgliedern die Stärke von Attacken, die dem Anwender durch Rückstoß sowie bei Fehlschlag Schaden zufügen, drastisch. Okay. Jetzt müssen wir mit Hyphen hier weiterkämpfen. Das wird definitiv nix, aber... Ey, machen's einfach. Es soll ja nicht an mir liegen. Was ist denn? Nachbar umgefallen oder was? Ist 9 Uhr früh. Naja gut, jetzt ist natürlich nach 9 Uhr. Aber trotzdem. Falls ihr es irgendwo krachen gehabt habt, Hintergrund. Es war doch nicht in meiner Wohnung. Definitiv nicht. Da ist nichts umgefallen. Das wäre komisch. Das war definitiv irgendwo unter mir. Ich kann mich hier nicht bewegen. Danke. Nein, ich gucke nicht nach, ob was mit dem Nachbarn passiert ist. Aus verschiedenen Gründen. So. Besiegt. Ja, wir machen einfach nochmal. War unglücklich. Einmal gut tot nach oben kommen und dann wieder ganz schlecht. Man merkt, es ist einfach zu viel Randomness da drin. Einfach an Magby vorbeilaufen. Das kann doch nicht so schwer sein. Moment, wir gehen einfach hier noch unten. Machen wir es halt so. Ihr macht es schon. Ich kann ja nichts machen. So, aufgewacht. Geld. Was wir eh dann wieder verlieren, wenn wir besiegt sind. Ui. Bisschen nach vorne gelaufen. Habe ich was gegen Gift? Nö. Wie immer, nö. Aber da ist ja schon die Treppe. Dann ist er Gift auch wieder weg. Ja. Wenn es nur das Kamaub wäre.
Einmal bitte zur Treppe. Ja, weg damit. Uiuiui. Oh nö. Mach mal selber kurz. Mal ein bisschen heilen. Okay. Ihr schafft das. Ich laufe einfach weiter. Moment, das ist ja wieder gesund. Ein bisschen wenigstens. So, ihr schafft das. Wieder vorne, jetzt muss ich es hier machen. Nächste Station, Ebene. Meine Güte, wenn man das nicht schafft, richtig zu lenken. Oh, eine Luxusbox. Weiter. So. Ich glaube, das Einzige, was wieder das Problem macht, ist der Magen, der jetzt bei 40 ist. Das heißt, ich bräuchte eigentlich wieder was zu essen hier im Spiel. Äpfel. Aber naja, gut. Moment. Ah. Geflohen durch Treppe. Ihr seht's doch, ne? Levelausstieg für Corenta, Level 36. Okay. Top-Äther? Ja. Ich nutze es jetzt einfach für Corenta, um Pixar wieder aufzufüllen. Ja, das war klar.
Nein, du gehst da jetzt hoch. Aber wir sind schon bei Ebene 9. Wir sind schon bei Ebene 10. So. Geh einfach eine Etage nach oben, bitte. Oh Gott. Das Kamaup hat sich noch niedergelegt. Und Nidorina ist auch besiegt. Haben wir noch irgendwo Top-Äther? Nö. Dann müssen wir jetzt leider so weitermachen. Halt. Ah. Entscheide dich doch mal bitte für eine Richtung. Ich glaube, hier ist wieder Ende. Weiß auch nicht warum, aber ich glaube, hier ist Ende. Wenn ich hier nicht noch 20 Mal um die Treppe laufe. Wenigstens die KP wieder zu regenerieren. Okay, jetzt kommt ein Pokémon von unten. Heißt, ich muss weitergehen. So, und jetzt kommt Top-Äther, das heißt, jetzt können wir es auch trinken. Für Biss. Und dann geht's ja immer weiter. Autsch. So, dann sind wir wieder beim Feuerberg-Gipfel. Ja, okay. Und da ist Ende im Gelände. Ich merke, wir kommen hier nicht richtig voran. Pelipper-Portal. Und dann geht's einmal wieder weiter. Vielleicht für Nidorina ein anderes Pokémon nehmen.